Hallo, ich bin's wieder. Wir gehen jetzt mal in Raffas Raum, weil ich habe da was entdeckt. Hola. Ah, bebes una cerveza, Hola. Por favor. Amte. ¿Por qué tú bebes una cerveza? Es por 100% de maeta. Y porque aquí huelo alcohol. ¿Qué es? No es alcohol, es mi aftershave. Du aftershave. Und was sehen wir denn hier, Rafa? Bist du etwa, also wir haben hier, also ich will mal kurz ranzoomen. Wir haben hier, damit könnte man theoretisch... Es mejor con este. Ach ja. Whisky. So, und was nimmst du jetzt alles zusammen? Was erzähl uns mal so einen typischen Pillenablauf. Ich meine, du nimmst ja mehrere Sachen am Tag, gemischt mit Alkohol. Also was empfiehlst du denn? Wo geht man so richtig geil ab? Also ein bisschen, erstmal ein paar Bierchen vorher, dann Whisky gemischt mit Tiosolenum-Kapseln, das gibt's ein bisschen Frische rein. 2-3 Aspirin, Paracetamol, dann vielleicht Ibuprofen. Es gibt so einen gewissen Kick für die Würze. Was gibt dir denn so richtig den Rest? Also so am Ende dann, wenn dann wirklich alles einfach nur noch, du willst dich nur noch abschießen, so richtig schön wegklatschen halt, ne? Den Alkohol von anderen trinken, so Absinth oder so alles, was im Wohnzimmer ist. Und wenn nichts mehr da ist, auf der Chef halt auch Alkohol. Ist so arm, aber wenn nichts anderes da ist. Oder man nuckelt an seinen Deo-Roller. Kannst du das mal zeigen, wie das so geht? Na, so tief bin ich dann nicht gesunken. Okay. Ach, was haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Neben dem Adventskalender. Wer ist denn das? Ah, das ist die Maggie. So. Ja. So weit sind wir schon hier. Und hier zum Schnüffeln. So, und jetzt zeig uns doch mal so ein bisschen deine Einrichtung. Du lebst ja hier quasi, ich mach mal also einen richtigen schönen Blick. Das ist doch quasi wie eine Gefängniszelle, oder? Du hast jeden Tag die Rollos unten, die Fenster geschlossen. Es ist dunkel. Ja, das sagt er jetzt nur so. Es ist gar nicht dunkel. Sonst habe ich die Jalousien oben. Natürlich ist es dunkel. Guck mal hier. Okay, es ist dunkel. Es ist tatsächlich dunkel. Es ist dunkel. Wir wagen einfach mal einen Blick hinaus. Aus dieser... Dann haben wir eine schöne Aussicht hier. Fenster sind offen. Und die Fenster funktionieren sogar hier. Schön. Also wir haben es schön hier. Wir haben es echt richtig schön hier. Richtig toll. Ja, tolles großes Bett hat er. Und... Hier, Englischhausaufgaben, ne? Englischhausaufgaben. Sowas jede aber. Menge hier, muss ich mal machen. Da ist aber viel rot. Ich bin halt nicht der Beste, so, ne? Und Chinesisch habe ich morgen. Hier. Chino. Ja. Da. Kannst du uns mal irgendwas vorlesen? So. Versuchst mal irgendwie irgendeinen Scheiß. Nietzsche Hüllema. Heißt so viel wie, bist du verheiratet? So. Oh. Ja. Und das steht da auch wirklich. Ja. Klar. Was haben wir denn hier? Haben wir noch eine Banane? Magst du die so braun? Ja, dann ist sie nämlich süßer. So, dann ist sie so süßer, also quasi. Naja, wahrscheinlich legen sie dem Slava einfach unter das Bett. Du meinst wie letztens das tote Eichhörnchen, was wir draußen auf der Straße gefunden haben? Das liegt wahrscheinlich unter meinem Bett. Ich habe übrigens das vermisste T-Shirt wieder gefunden. Welches hast du denn vermisst? Dieses eine weiße, das was der Rafa mir nachgekauft hat. Der Rafa hat dir ein T-Shirt nachgekauft? Nee, das mit dem Waves. Das habe ich ja in weiß. Und der hat's in schwarz. Ich weiß noch nicht, was du meinst, aber nun gut. Ist okay. Das freut mich. Das T-Shirt ist wieder da, der Rafa ist wieder glücklich. Er trinkt noch Masservesa, para su cabeza. Para cabeza? Masservesa, para la cabeza. Masservesa, para la cabeza. Ja, da ist er wieder. Ah, Maggie, hola! Ich heiße Magda Marina. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Bratowas, Krzetuskiewer Straße. Oh, Tannenbaum. Ja, sing mal. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit. Maggie, you told us that you are a very good singer. No, and, only un passage, un poco. Show us
Show us that you can sing. Only in one sentence. No, really. No, no quiero. No, solo. No quiero. Necesitas pagar para esto. Pagar. So, Rafa tiene dinero. Aquí. So. No. Hier. Ja, 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 kann. Por favor, canta. Michi. Was? Sí, oh. No. Bye bye. Sonst sie hätte man mehr bekommen. Wo ist mein Grüner? Michi. Was jetzt? Wo hat jetzt mein Geld hingetan? Achso, hat sie hier gedacht. Wo kommt sie her? Das ist ein Gerücht. Okay. Die einzigen, also, die hier klauen. Naja, wir wissen ja, über wen wir reden. Hola. Hola, Basil. Geht da. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. There is one calling you. Oh, there is somebody calling me. Hola? Ja? Hola? Ja, claro, sí. Sí, Slava. No, no, Slava. Slava. Slava hat Besuch. Das geht gerade nicht. Nee, wirklich nicht. Ja, ich weiß, ich kann das auch nicht ändern. Ja, aber wie? Wie, ihr seid die Noten? Wie, ihr seid die Noten? Nutzen wir Slava sind hier. Preparado. Preparado. Ja, komm einfach hoch. Ah, la comida es nicht okay. Alles klar. Tschüssing. So, das Essen ist fertig. Vamos a comer. Y después, ah, guck mal, behind you. Hola. Hola. Wo sitzen wir nochmal? Wir wollten uns doch irgendwo hinsetzen, oder? Ja, dort, wo die Teller noch warm sind. Ja, wo die Teller noch warm sind. So, dann setzt sich schon mal vor. Am besten rechts hier irgendwo. Oh, ich hab kein Bier mehr. Ich brauche neues Bier. Genug Video. Ne? Oh, holla.